Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Link to the Past. Ja, zweite Folge jetzt, weil ganz im Ernst, letzte Folge war so Lorenor-haftig. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, deswegen gibt es heute doppelt so viel Zelda. Zwischendurch hatte ich Pause gemacht, habe mich an einen Dev von Super Mario Bros. 3 versucht und irgendwie komme ich nur bis Welt 5 ins Wolkenreich. Aber nicht weiter, dann sterbe ich wegen irgendeinem dummen Fehler. Wir haben es gerade 2:38 morgens. So, seid ihr fertig? Ja, du bist ein neu gehärtetes Schwert. Nimm es mal in die Hand. Und brumm, rote Klinge. Glückwunsch, dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Nö. Doch, jetzt spür ich's. Könnt ihr es nochmal schmieden? Ach, da bist du ja wieder. Bist du in der Schmiede immer gern gesehen? Können wir Schmiede mal? Nein, nein, nein. Schau doch mal wieder bei uns vorbei, wenn du in der Nähe bist. Wir werden uns freuen. Yeah, starkes neues Schwert. Feel the power of my new sword. Yeah. Alles klar, dann können wir jetzt problemlos, hoffentlich problemlos, in den Dungeon rein und den mal endlich abschließen. Das heißt, tatsächlich gibt es heute zwei Zelda-Folgen. Also einmal Tomb Raider Legend. One-Hit, geil. Also einmal Tomb Raider Legend, Elisa the Innkeeper und zwei Zelda-Folgen. Ey, ist das nicht geil? Natürlich ist das geil, jeder mag es. Mein Zauber ist, glaube ich, auch stärker. Also, Zauber sage ich schon, dieses Glitzerteil, dass ich das schieße. Natürlich habe ich logischerweise keine Tipps bekommen, weil, wie wird man auch? Ich nehme das ja alles am Stück auf, da kann ich keine Tipps annehmen. Jetzt kann der Boss sich warm anziehen. So. Schauen wir mal, wo war denn der Dungeon? Rechts. Genau. Da. Vielleicht kenne ich den Weg noch. Und schon gehe ich falsch. Ich muss nach unten. Frag mich, ob mein neues Schwert hier. Hä? Er lebt noch? Mein neues Schwert hier. Gut gegen den Boss ist. Also richtig gut gegen den Boss. Ich muss jetzt nach oben. Hau ab von mir. Au. Ja, Magie, danke, das brauche ich eh. Geht's da links lang? Ja. Aber Feuer? Moment, da durch die Tür durch. Ach so, da. Oder? Moment, nee. Doch, doch, doch. Geht auch schon. Ja. Ja. Ich muss nur überlegen, wie ich da am schnellsten hinkomme, wo ich hin will. Aber Rattenmann? Nee, ein Echsenmann. Danke. So, ich glaube, die Teile da, die kann ich später noch zerstören, ist mir gesagt worden. Bin erstmal so gesessen am Kommentar von, ich weiß jetzt nicht mehr wer es war, ich glaube Lichtwolf war es, der mir gesagt hat, oh, die kann man zerstören. Nee, das hat er nicht gesagt, aber der hat mir gesagt, dass man diese komischen Rauten. Oder war es Kirby's Linkschwert? Ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Sorry. Auf jeden Fall ist mir gesagt worden, dass man die zerstören kann später noch. Nein, dein Herz. Na, egal. So, Fledermäuse, diesmal bin ich nicht blind. Nein, verwandle mich nicht. Ahaha. Irgendwie muss ich da doch reinkommen.
Ich gehe. Tschüss. Erwarnte Dürben. Komme ich doch irgendwie hin. Das war eigentlich falsch, aber egal. Lass dich nicht vom Blinden zu einer Magie täuschen. Ja, ich will da irgendwie rein. Oder da runter. Und nix. Vielleicht reinschieben? Nee. Wie komme ich da hoch? Da hoch sage ich schon, da rein meine ich. One-Hit. Ich bin der One-Hit-Man, genau. Der One-Punch-Man. Da ist das nette Fräulein da unten. Jetzt komme ich da lang. Okay, alles klar. Das hier räume ich mal beiseite. Irgendwie muss ich doch da oben durch die Tür durchkommen. Ah, Moment! Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Meine Theorie, ich muss an den Schalter ziehen, dann kommen die Viecher und wollen mich angreifen. Die muss ich dann alle zerstören und erst danach geht die Tür auf. Testen wir's mal. Weg. Weg, danke. So, schauen wir mal, ob ich gleich richtig liege mit meiner Theorie. Jetzt kann ich da nicht mehr hin. Egal. Dafür da. Ja, Magie. Ah, okay, falsche Theorie. So ist es richtig. Okay, hier war ich noch nicht. Was gibt's hier? Zerstörbaren Boden. Noch mehr zerstörbaren Boden. Ein Haufen Bomben. Ist das, ich muss den Boden demolieren oder wie? Ja toll. Soll ich da rankommen? Nee, bringt nichts, schade. Kann ich das Teil schmeißen? Ja, kann ich. Ich bin Bomberman. Moment. Ah, im Raum unter mir ist jetzt Licht. Das ist schön. Ich zerquetsch dich. Ja, dich wollte ich eigentlich nicht treffen, egal. Moment, passiert das auch, wenn ich... so schmeiß... Wow, lass das fallen. Zu weit. Ach, egal. Ich sollte mal das Mädel hier rausholen. Ich verstehe nicht, was das, diese Frau für Probleme hat. Ich habe mich im Steam schon wieder nicht auf beschäftigt gestellt. Doch, ich habe mich zwar auf beschäftigt gestellt, aber irgendwie wird es nicht angenommen, keine Ahnung warum. Weil das Problem ist, um Elissa den Innkeeper spielen zu können, muss ich die ganze Zeit online sein. Weil sonst kann ich es nicht spielen. Das wird mir die ganze Zeit auch als, ja, sie spielen gerade Elissa den Innkeeper angezeigt, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Also angeblich spiele ich jetzt gerade Elissa den Innkeeper laut Steam. Was natürlich gar nicht stimmt, weil ich spiele das hier. Ich habe das Spiel gerade auch gar nicht geöffnet, also.
Ist natürlich auch gesagt worden, dass das Mädel natürlich wieder genau in derselben Position ist wie zuvor. Also hier bei den Echsenknälchen. Knechte. Das war's. Ich habe Knechte und... Nein. Ja. So, Mädel. Ich danke dir, Süßer. Erst und so weiter. So, durch den Hauptausgang will sie nicht raus. Und nach oben kann ich sie auch nicht bringen. Vielleicht, jetzt da ich irgendwas mit dem Bossraum gemacht habe, kann ich da runtergehen und das Mädel sagt dann, ja, der Boss, keine Ahnung, küss mich, was weiß ich. So. Ich frag mich was... Au. Die klauen mir Energie, Magie, nicht Energie. Die klauen mir Magie, weil mit Magie macht das Kochen Spaß. Stirbfeuer bringt natürlich gar nichts. So. Hör auf, wegzuhopsen. Oder warst du denn früher neben Kanickel? Ja, offensichtlich schon. Schaut, wie er springt. Was bringt denn gar nichts? So, Mädel. Kann ich mit dir reden? Nee. Toll, und jetzt? Hui, Wände abgrasen. Ne? Ah, das ist viel zu hell. Du bist der Boss? What the fuck? Laserfrau? Ich hab's immer gewusst, Frauen verkörpern das Böse. Vor allem stimmt mir da hundertprozentig zu. Okay, was habe ich denn alles da? Ja toll, der ist immun gegen Feuer. Aber Laser kann er strahlen. Hä? Au, hör auf. Wut! Ich bin so ein Gradius oder was? So. Oh. Noch ein Kopf. Ich fühle meine gehärtete neue Klinge. Au. Ich habe zum Glück ein paar Tränke. Ha, ich kann's abwehren, geil. Ach du heiliger Bimbam. Wie habe ich das denn jetzt abgewehrt? Der Strahl hat mir voll in den Rücken geschossen. Au, voll weggelasert. Ich glaube, ich sollte jetzt doch mal saufen. Aha! Riech den! Hehehehe. Yeah! Ins Licht! Ja, gut, dann nimm nichts. Ins Licht, dann nimm nicht! Geil, das sieht doch gut aus. Und das ist die richtige. Link, ich danke dir. Du hast mich aus der Klauen der Monster befreit. Den Text kenne ich, glaube ich, schon. Damit die sieben Weisen aus Tor in die Schattenwelt durch dein Siegel versperren konnten. Kämpfen die Ritter von Hyrule ohne Rücksicht auf Verluste gegen furchtbare Monster. Kenne ich den Text nicht schon? Viele ließen dabei leben, aber sie taten es für Hyrule. Du bist vielleicht der letzte direkte Nachfahre dieser tapferen Schreiter. Und nur du kannst der Wahrheit werden. Wir vertrauen dir. Du wirst gern und bestimmt vernichten. Zeige deinen Mut. Ja toll, du hast mir gar nichts erklärt. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Ja, mit meiner geerdeten Klinge. Okay, der nächste Dungeon wäre rechts unten am Hyliasee. Oh, der Weg dahin wäre ganz schön weit. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde mich erstmal nicht von dem beklauen lassen. Ich werde hier den Part beenden, weil jetzt haben wir schon den Tempel ein Stück aufgenommen. Und ja, als zweite Folge
als Bonus sozusagen. Sollte das wohl reichen. Dann würde ich sagen, das war der Legend of Zelda A Link to the Past. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!